Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollte ich mal das Thema DMZ ansprechen. Euch natürlich auch das Thema einfach erstmal einfach erklären, bevor ich im späteren Verlauf des Videos immer ja komplizierter werde. Hat aber auch den Hintergrund, ich möchte vielleicht gerne so eine Art Diskussion dabei auslösen und dann auf Folgen dessen dieses Video vielleicht ein React machen mit euren Ideen, Verbesserungsvorschlägen oder sonst was. Wir fangen aber ganz klein an in der ersten Erklärung, was ist eine DMZ Wikipedia-like? Ihr seht schon, ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Ich scroll jetzt erstmal ganz nach oben und fange halt eben erstmal da an, was wir ja vielleicht in unserem Leben als allererstes vielleicht mal kennengelernt haben. Also erstmal DMZ, demilitarisierte Zone auf Deutsch, also ein Bereich in eurem Netzwerk, der von außen vom Internet, in dem Fall hier das große böse Internet, irgendwie über euer DSL, Modem, Router, wie auch immer, über einen Switch vielleicht irgendetwas von außen her freigegeben wird. Also rein theoretisch für die, die meine Videos kennen, auch ein Vault Warden oder eure eigene Webseite, was auch immer ihr bei euch zu Hause hostet, ist im Endeffekt schon die DMZ. Ganz wichtig, ich erkläre es am liebsten sofort, bevor es in Vergessenheit gerät, dieses Exposed Host, was ganz, ganz häufig bei irgendwelchen Routern auftaucht, auch, dafür habe ich es extra mal aufgerufen, jetzt auf einer typischen Fritzbox, den Punkt gibt es hier unter Freigaben und wenn man eine Freigabe hinzufügt, steht hier auch dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben, Exposed Host, ist kein oder ist keine gute Wahl, wenn man halt eben irgendetwas freigeben möchte. Denn, ich glaube, es steht da auch, alle Pakete, alle aus dem Internet kommenden Pakete, die der Router erstmal nicht kennt oder nicht verarbeiten kann wegen irgendwelchen NAT-Tables oder sonst was, schickt der zu diesem Gerät. Das heißt, das hier angesprochene Exposed Host Gerät, ein Computer, einen Raspberry Pi oder sonst was, wird mit jeglichem Datenmüll irgendwie erstmal ja, belästigt von dem Router und wird dorthin geschickt. Ist erstmal kein guter Fall, denn eure Router, in dem Falle die Fritzbox, wird ja schon die erste Hürde für einen Angreifer halt eben darstellen. Deswegen keine gute Idee, halt eben dieses Exposed Host einzurichten. Wenn ihr in der Richtung unterwegs seid, explizite Ports für den expliziten Host freigeben, das ist jetzt für den kleinen Mann erstmal vielleicht die Art DMZ, dann haben wir aber immer noch keine Separierung der Netzwerksegmente. Das sehen wir jetzt auch hier in dem Falle. Ich habe jetzt den Exposed Host einfach mal eingetragen, also das ist alles, was an Informationen von außen kommt, wird zu diesem Exposed Host weitergeleitet, obwohl hier hinten dran jetzt, ich habe jetzt einfach mal wieder beispielhaft Proxmox irgendwelche Sachen dahin gepostet, ja, sind dementsprechend eigentlich auch nicht geschützt. Also das ist hier, das Grüne ist falsch, denn wenn jemand sich Zugriff verschafft auf den Exposed Host, ist er in diesem Fall im selben Netzwerksegment und könnte euch halt eben ja irgendwie schaden oder euch irgendwie angreifen. Genau, das ist erstmal so der Standard zur DMZ. Vielleicht der nächste Punkt wird jetzt schon so langsam ein bisschen klarer und da steigen wir jetzt ein, so ein bisschen in infrastrukturellere Themen, wie man halt eben eine DMZ verstehen kann. Könnte. Und das ist jetzt vielleicht der erste Ansatz, wie man es ja zu Hause aufbaut, was auch erstmal, naja, ich sag mal so rum, Level 1 ist von einer DMZ. Also wir kommen von außen vom großen bösen Internet, haben irgendwo vielleicht ein Modem stehen, habe ich schon gar nicht mehr eingezeichnet und bauen uns dann halt eben eine pfSense auf, kann auch eine OpenSense sein, erstmal völlig egal, die halt eben unser Eingangsknoten ist. Auf der landet erstmal, ich will jetzt nicht extra sagen alles, aber auf der landet erstmal alles das, was wir zulassen und die sagt dann erstmal, ist das DMZ oder ist das halt eben intern. Es sind hier natürlich explizit und das ist das Wichtige dabei, das rot markierte und das grün markierte sind erstmal grundsätzlich zwei verschiedene Netze. Und noch viel wichtiger, deswegen habe ich es hier in dem Fall auch extra eingezeichnet, zwei grundsätzlich verschiedene physikalische Ports. Denn auch da macht, glaube ich, das Amt hier, BSI oder sonst was, schon einen kleinen Unterschied, dass halt eben eine DMZ auch physikalisch auf irgendeine Art und Weise getrennt werden muss. Problem ist immer bei einem Eingangsknoten, es kommt immer eigentlich erstmal über einen Weg, außer man hat natürlich verschiedene WANs, dann vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall in diesem Falle kommt es alles um den einen Weg, das heißt, es muss erstmal über die pfSense und wird ab diesem Punkt, ja, hardwaretechnisch sogar schon bis zum Teil hardwaretechnisch separiert und von dem internen Netzwerk getrennt.
Wichtig dabei ist halt auch, natürlich die pfSense beherrscht das Routing. Rein theoretisch könnte ich von der DMZ nach intern quatschen und von intern in die DMZ quatschen. Ist aber natürlich nicht der Fall, was man in einer DMZ betreiben sollte, sondern in der DMZ, die sollte immer autark voneinander arbeiten. Autark heißt wirklich frei übersetzt, da steht ein eigener Domain-Controller. Der hat natürlich einen eigenen DNS-Server, da ist ein ganz eigenes Netz und ganz eigene Update-Repositories und eine DMZ soll und muss eigenständig sein. Ja, und jetzt fragt ihr euch schon, es muss ja irgendwelche Schnittpunkte, irgendwelche Schnittelemente geben, wo man Daten austauscht. Ja, das muss es geben. Und da wird auch eindeutig immer empfohlen, wenn eine Kommunikation ja stattfinden soll und darf, dann soll die Kommunikation immer erst von intern in die DMZ erfolgen, niemals von der DMZ nach intern. Also wenn jemand in die DMZ reingekommen ist und da vielleicht irgendwelche Systeme von euch kompromittiert hat, dann muss man ihm es halt eben erschweren, dass er sozusagen eine Kommunikation von der DMZ nach intern aufbauen kann. Das schon mal ganz grundsätzlich überhaupt, ne, der Grundgedanke von einer DMZ. Gehen wir vielleicht mal ein Step weiter. Ich gucke mal, dass man das Bildchen noch gut sieht. Grundsätzlich wird, glaube ich, empfohlen, eine Zwei-Wege-Firewall, also sozusagen ein doppelter Step, die DMZ komplett losgelöst vom internen Netz und dann hinter der DMZ eine weitere Firewall bringen, die natürlich auch, ne, auch Malware-Angriffe vielleicht weniger, aber zumindest Angriffe weiterhin gehend schützen kann. Also in dem Fall jetzt, warum auch immer, ich habe einfach mal zwei Internetleitungen eingetragen, ist erstmal egal. Aber auch hier wieder als Eingangsknoten, in dem Fall einfach mal eine pfSense, die halt eben direkt wieder die DMZ abkoppelt und dann wieder über ein zweites Interface, habe ich diesmal rot gelassen, weil es könnte immer noch böse sein, auf eine zweite Firewall und da wird wie immer und überall empfohlen, es sollte vielleicht ein zweiter Hersteller sein, in dem Fall habe ich jetzt OpenSense gewählt, ist zwar ein bisschen Blödsinn, sollte man vielleicht was anderes nehmen, aber trotzdem ein zweiter Hersteller nehmen, denn wenn der erste Hersteller eine Lücke hat, dann hat der zweite Hersteller vielleicht dieselbe Lücke nicht. Das heißt also, ein Angreifer kann nicht zweimal dieselbe Lücke nutzen. Im Normalfall sollte das so sein. Sondern hat halt eben dann das Pech, dass er auf eine zweite andere Firewall trifft. Und hinter dieser Firewall steht dann erst das interne Netzwerk bzw. die vielen weiteren Netzwerke, die es halt eben gibt. Ne, in meinem Beispiel ist es immer nur eins. Und von da aus ist dann halt eben eine Kommunikation wieder erstmal in die DMZ, wie gesagt in dieser Lösung, über die Firewall bzw. über die Firewalls halt eben erst möglich. Ne, das ist das, was, ja, ich sag mal, diese Zwei-Wege-Firewall-DMZ-Lösung, die, glaube ich, vom BSI auch empfohlen wird. Ne? Wie gesagt, eine grundsätzliche Lösung, wie man eine DMZ schaffen sollte, gibt es nicht, denn viele haben unterschiedlich gelernt. Das habe ich schon in diesen vielen Diskussionen, die ich hatte, schon gelernt zum Thema DNZ, aber ich möchte ja auch, dass diese Diskussion, die ich jetzt hier aufbringe, auch einfach aktiviert wird und ich dann einfach in einem React-Video mit euren Kommentaren auf das Thema einfach mal nochmal eingehe und das noch weiter beleuchte, vielleicht auch mit euren weiteren Ideen. So, jetzt gehe ich wieder einen Step weiter und habe halt eben auch wieder eure Ideen, mit denen ich schon gequatscht hatte, einfach mal einen Step weiter gedacht. Ja, natürlich, das Ganze kann man auch hochverfügbar dann aufbauen durch mehrere Firewalls, hier in dem Falle durch hochverfügbare, also High Availability Firewalls, dass das Ganze natürlich ausfallgeschützt ist, ist jetzt kein Improvement dabei. Also ein Improvement ist das schon, aber es bringt uns jetzt erstmal gesetzlich so hier keinen Mehrwert, außer natürlich den Ausfallmehrwert. Viel wichtiger und interessanter ist, ihr seht es rechts unten, habe ich jetzt einfach mal einen Jump Host eingezeichnet. Was ist an diesem Jump Host das Besondere? Ich habe euch eingangs schon mal erwähnt gehabt, der Weg von intern in die DMZ muss halt auch irgendwie abgesichert werden. Also erstmal grundsätzlich von DMZ nach intern, nein, auf gar keinen Fall. Aber die Kommunikation von intern in die DMZ kann ja auch nicht einfach grundsätzlich freigegeben werden und kann auch eigentlich nicht grundsätzlich freigegeben werden, einfach von irgendeinem Laptop oder von irgendeinem PC oder von irgendeinem bestimmten Netzwerk aus dann in die DMZ rein. Das wäre auch schon wieder irgendwie ein Schwachpunkt und die scheuen Tore
ja, würden einfach viel zu offen stehen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Idee in den Raum geworfen, man kann zum Beispiel einen expliziten Jump Post, der natürlich explizit abgesichert ist, mit den expliziten Softwarestücken und so weiter, vielleicht einen Terminal-Server, wo sich die Administratoren gemeinsam drüber einwählen könnten, wo dann nur dieser Host administrative Fähigkeiten hat, kommunikationstechnisch in die DMZ zu kommunizieren. Wie gesagt, das ist ein Lösungsansatz, den man haben kann. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Sprachdreher drin, deswegen fange ich nochmal von vorne an. Den Jump Host hier kann man natürlich auch hier vorne in dem Bereich der PFSense schon platzieren, sodass die Kommunikation auch erstmal vom internen Netz generell über die zweite Firewall, in dem Fall die OpenSense, passiert. Dabei muss man aber erstmal bedenken wieder, auch da gebe ich wieder über der Firewall explizit was frei, dass die Kommunikation generell vielleicht von den Admin-PCs über diese Firewall gewährt wird. Das heißt, ich lande schon hier vorne wieder auf der, nennen wir es mal, ersten unsichereren Firewall, bevor ich halt eben zu diesem Jump Host komme und dann erst in die DMZ. Aber ganz ehrlich, das sind infrastrukturelle Gedanken, die man sich im Große und Ganze des Konstruktes, was man besichert, überlegen muss, wo da es am sinnvollsten ist, dieses Gerät hinzustellen. Ich würde sagen, es wäre keine schlechte Idee, das Ganze bei der PFSense hinzustellen. Wenn nämlich dann jemand vielleicht diesen Jump Host kompromittiert hat, dann kann ich zumindest sagen, ich stehe immer noch vor der OpenSense hier und kann halt eben den Weg von dem Jump Host DMZ verhindern, dass irgendjemand nach intern kommt. Also wie gesagt, da kann man sich viele, viele Grundgedanken machen, was das beste Sicherheitskonzept ist, wenn man eine DMZ betreiben muss. Grundsätzlich würde ich sogar sagen, es macht vielleicht Sinn, die DMZ ganz losgelöst zu haben, eigene Warnschnittstelle, eigene Firewall und dann halt eben ein eigenes Netz dahinter und vielleicht irgendwo dahinter über drei komplizierte Wege, routingtechnisch oder vielleicht auch ganz losgelöst natürlich, halt überhaupt diese DMZ administrierbar machen zu können. Vielleicht sogar eigene Hardware anzuschaffen, eigene Laptops, wie auch immer, eigene Hardware anzuschaffen, die sich ausschließlich in die DMZ rein verbinden können. Das heißt also, das Ganze komplett auftrennen. Das war einmal DMZ in schnell, in fast, mittels PFSense, OpenSense, einfach mal ein paar Grundgedanken. Ich würde ganz gerne oder hätte ganz gerne, dass ihr das Thema vielleicht einfach mal kommentiert. Nicht nur hier unter das Video in YouTube, ich habe auch noch den passenden Webseiteneintrag gemacht. Da schreibe ich auch noch mal ein paar Worte mehr zu dem Thema. Aber einfach, dass ihr euch vielleicht mal beteiligt und ich das Ganze dann mal reacte mit euren Ideen, was man vielleicht noch so bauen kann. Vielleicht baue ich dann noch ein paar Bildchen dazu mit euren Ideen, die ihr vielleicht in dieses ganze Thema vielleicht reinwerfen wollt. Wie immer, sonst, ich bedanke mich. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.